Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal haben wir ein wenig Ruinenforscher gespielt. Und das werden wir heute natürlich auch noch ein bisschen weiterspielen, denn noch gibt es hier ein paar Ruinen. Zum Beispiel diese hier und ja, Dreieckekammer, aha. Ja, hier ist nebenbei es so, also das Geheimnis dieser ganzen Kammern ist, dass man hier nun Inkognitos freigeschaltet haben. Nachdem wir diese eine, dieses eine Schieberätsel da in dieser einen Höhle gemeistert haben. Und hier könnten wir, okay. Und ja, seitdem gibt es hier nun Inkognito und zwar nur Inkognito. Ich denke mal, es ist so, dass in den verschiedenen Höhlen, also in den verschiedenen Ruinen, verschiedene Inkognito aus sind. Also es gibt insgesamt 7 Stück. Und in jeder einzelnen davon gibt es, soweit ich weiß, nur Inkognito. Es kam von Übersee und ist sehr robust. Auch in verseuchten Gewässern wird es sich rasch vermehren. So, so. Ja, Grebutag ist zwar ein ganz cooles Pokémon, aber in dieser Generation eigentlich unnütz wie ein Kropf, weil es ist eher physisch ausgelegt und Wasserattacken sind in diesem Spiel alle speziell. Von daher kann man mit einem Grebutag hier jetzt nicht allzu viel anfangen. Und Nicht-Attacken sind, waren auch Nicht-Attacken auch speziell? Ich meine schon. Aber gut, hier gab es eh noch keine guten und Nicht-Attacken, von daher kann man Grebutag in der dritten Generation eigentlich nur in die Tonne kloppen. Turbo-Tempo, ui. Wie soll man sich das denn vorstellen? Farbigel, das Turbo-Tempo einsetzt. Das sieht gewiss irgendwie lustig aus. Aber gut, wenn es meint, dieser Attacke ruckzuck gibt auch noch, das ist wohl ein ziemlich schnelles Farbigel. Wenn es solche Attacken kann, aber gut. Edit wurde besiegt. Ja, ich glaube, hier gibt es insgesamt 4 Trainer. Müsste zumindest so sein, dass es hier 4 Trainer gibt. Die werden wir natürlich heute noch klatschen. Genauso wie wir werden genauso noch jede einzelne Ruine erforschen. Denn dort gibt es eben immer einen Encounter und den wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Möglicherweise kriegen wir ja so noch ein ganz gutes Pokémon für die Liga. Um eben noch, ja, irgendein Pokémon von uns, was wir momentan im Team haben, mal auszuwechseln. Das kann ja definitiv nicht schaden. Und ja, wir werden demnach auch heute mit Island 7 fertig, gehe ich mal von aus, weil es ist ja nur dieser Teil hier mit den Ruinen. Und danach war's das. Danach brauchen wir, sind wir eigentlich komplett mit allen 7 Eilanden durch. Also, ich wüsste jetzt zumindest nicht mehr, was es sonst noch zu tun geben würde. Was wir noch machen könnten. Würde mir zumindest jetzt auf Anhieb nichts einfallen. Nee, mir fällt zumindest nichts mehr ein. Von daher, werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part, wenn ich es hinbekomme, wohlgemerkt, mit den Events anfangen. Allerdings werde ich euch da ein bisschen enttäuschen müssen. Bei den Events werde ich es nicht so machen, dass ich jedes einzelne Event-Pokémon einfach so selber fange, indem ich da eben, ja, ohne Meisterball. Also ich werde mir ein paar Meisterbälle für jedes Event-Pokémon cheaten. Waren wir hier eigentlich schon drin? Ich meine nicht. Notfalls lasse ich das hier eben frei. Easy au Latte, ne? Weil, oh Mann, stimmt, ich habe ja nur das Schutz aktiviert. Money! Das war ein bisschen blöd. Ist da in dem Felsen noch ein Item? Nein? Nein, schade. Ja, wie gesagt, ich werde für die Events, ich will die eben auch einfach nur zeigen und mich da nicht irgendwie nur abhetzen mit Legi-Hunting. Weil die Events haben eben mit Legis zu tun natürlich, wie eigentlich die meisten Events. Na gut, nicht alle, ja, die meisten haben auch schon mal mit einem
besonderen, ja, irgendeinem normalen besonderen Pokémon, wie beispielsweise eben damals mit Zoroark und Zoroark. Das sind ja auch keine Legis. So etwas gibt es natürlich auch, aber das sind jetzt eben nicht so die notwendigen Events, die wir jetzt unbedingt brauchen. Funibiscus. Funibisco-Kammer. Was sind das denn für Namen, ey? Haben die irgendeine besondere Bedeutung, diese Namen? Müsste ich mal nachgucken. Krakelo, okay. Ja gut, ein Gravums ist zwar ein cooles Pokémon, aber jetzt nicht unbedingt etwas, was ich unbedingt benötigen würde. Wie gesagt, ich mag Gravums, hatte ich auch mal ein Smaragd im Team gehabt. Verdammt! Aber für ein Durchspielteam reicht es wahrscheinlich, aber ansonsten ist es eigentlich jetzt nichts, was man unbedingt haben müsste. Mann, bleib doch mal drin. Ich kann das Vieh halt auch nicht schwächen, das ist das Problem. Wir sind ein paar Level drüber. So ein ganz kleines bisschen sind wir da drüber. Nur ein ganz kleines bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen, ja, ja. Mann, Krakelo. Übersteuer hier auch die ganze Zeit, weil ich das Mikro halt gerade so nah am Mund habe. Müsste ich mal schauen, ob ich da, ja, wie es sich gleich anhört. Und wenn es zu laut ist oder eben viel zu übersteuert ist, dann werde ich es wohl doch ein bisschen weiter wegnehmen müssen oder eben den Pegel ein bisschen runterdrehen. Jo, aber das interessiert euch, denke ich mal, momentan eh noch nicht. Vielleicht gleich, wenn ihr das Video hört und die ganze Zeit denkt, Mann, ist der laut! Dann könnte es tatsächlich so sein, dass ist euch schon interessiert, weil ihr wollt, denke ich mal, auch nicht taub werden. Kann man auch verstehen. Aber naja. Ja, und demnach, Pokémon wird nicht mehr allzu lange gehen. Wir machen jetzt noch die Events, das sind glaube ich 3 Stück. Dankeschön, Gakelo. 3 Events. Also in diesem Part werde ich jetzt, denke ich mal, auch nicht mehr besonders machen. Wir werden uns jetzt. Oh. Verdammt, ich hab schon einen Flurmel. Aber gut, der gäbe sowieso kein anderes Pokémon als Krakelo. Von daher muss ich damit mal leben. Oh, doch. Verdammt. Stimmt, für jedes einzelne Inkognito, ne? Für jedes einzelne Inkognito hätte es ja noch ein Pokémon gegeben. Stimmt. Dumm gelaufen. Naja, egal. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt, denke ich mal, Lilex-Kammer, aha. Wir werden jetzt nur noch ein paar Pokémon fangen, dann Blanas, das haben wir schon. Steht ja auch sogar da. Wieso habe ich mir gar niemanden nach vorne? Verdammt. Ich sollte mal Amphaus nach vorne tun, wegen der Dönerwelle. Ja, zum dritten Mal, wir werden jetzt, denke ich mal, nur noch hier ein paar Pokémon fangen und oh, Bisasam. Das ist cool. Das will ich auch haben. Und danach war es das, denke ich mal, auch. Na gut, einen 10-Minuten-Part will ich jetzt auch noch nicht unbedingt hochladen, weil das wäre auch nicht gerade sehr interessant. Von daher, ja, werden wir gleich einfach mal schauen. Vielleicht werde ich auch einfach ein bisschen überlegen, was ich dann ins Team nehme. Von Geburt an hat dieses Pokémon einen Samen auf dem Rücken, welcher langsam wächst. Jo. Ey, damit hätten wir unseren zweiten Starter. Also Kanto-Starter. Coole Sache. Es wäre eigentlich eine nette Idee, Glurak und Bisaflor im Team zu haben, ne? Ich meine, Bisaflor finde ich sowieso cooler als Meganie. Siborbia-Kammer. Von daher wäre es eine Überlegung wert. Kabuto, oh. Zwar nicht Helix, aber... Oh, warte mal, stimmt. Hatten... Nee, doch, wir hatten das Fossil schon abgegeben, ne? Ja, doch, hatten wir. Ich kann mich da so grob dran erinnern, dass wir das schon mal getan haben. Von daher, ja, ansonsten hätte ich das nämlich mal abgegeben. Dann hätten wir nämlich noch einen Pokémon bekommen, aber nee.
Geht nicht, weil, ja, haben wir halt schon abgegeben. Oder gab es nicht auch noch irgend... Ja. Ich erinnere mich, wir kriegen ja noch den Altbeerstein. In Mamoria City. Ja. Ich glaube, das können wir auch noch machen. Da haben wir nämlich noch ein Pokémon. Das ist zwar auch ein weiteres Fossil, was wir auf der Zenova-Insel bekommen. Aber da das als geschenktes Pokémon zählt, können wir es behalten. Auch wenn es auf der gleichen... Boah, bleib doch mal drin, Kabuto! Aber wenn es auf der gleichen Route, also im gleichen Ort ist, können wir es noch fangen, also behalten. Außer es sagt irgendwer von euch, nein, das darfst du nicht behalten, das geht einfach nicht. Am Ende ist ein saucooles Pokémon, was so gut wäre für mein Team. Na gut, allgemein, das Let's Play war bisher jetzt noch nie so großartig herausfordernd, das gebe ich gerne zu. Selbst die Liga war eigentlich... Kabuto! Selbst die Liga war ja eigentlich nicht sonderlich schwer. Also mir hat bisher nicht so wirklich die großartigen Probleme gehabt. In diesem Let's Play. Ich denke mal, das ist eines der wenigen Let's Plays, wo so sehr wenige Tode geherrscht haben. Ich werde das viel ähnlich ins Team nehmen, aber ich will es halt trotzdem fangen. Meine Güte! Weißt du was? Leck mich, Kabuto, du stürmst jetzt einfach. Hab keinen Bock auf diesen Mist. Wenn du nicht drin bleiben willst, dann lass es halt. Dann stirbst du jetzt halt. Tschüss. Meine Güte. Wie gesagt, ich hätte es eh nicht ins Team genommen. Wäre zwar cool zu haben, aber scheiß drauf. Ganz im Ernst. So, okay, ich glaube, das war's. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal... Warte mal, was ist denn hier hinten? Zernibo-Kammer. Ja doch, da hinten müssten wir eigentlich auch schon gewesen sein. Wir waren, denke ich mal, jetzt überall gewesen. Von daher können wir einfach mal zurück. Nur mal ganz kurz Pokémon heilen und dann können wir die Eilande, denke ich mal, auch schon mal verlassen. Und... Dann gehen wir nochmal kurz nach Meteor City, holen uns dort das eine Fossil ab. Dann haben wir das zumindest auch nochmal gesehen. Werden das dann wieder beleben und dann, ja, war es das eigentlich auch schon für diesen Part. Wie gesagt, danach werde ich, denke ich mal, ja, ich denke mal, offscreen werde ich da mal schauen, ob ich nicht vielleicht ein bisschen das Team umstellen werde. Also Mamoria City, stimmt, ich verwechsel die beiden Orte auch immer. Mamoria, Metarost, ja, die kann man mal verwechseln, weil es sind beides die ersten Orte mit einer Arena. In der dritten Generation und eben hier. Beides sind Gesteinsarenen, von daher, das kann man schon mal verwechseln, würde ich sagen. Ja, kann man schon mal verwechseln. So, hier haben wir nämlich das. Das Bernstein, genau, den Bernstein. Altbernstein und den können wir jetzt ebenfalls auf der Zenova-Insel wieder rekonstruieren lassen. Hallo Traktor. Und dann eben ja, ein neues Pokémon dafür bekommen und ich bin mal gespannt, was für ein Pokémon wir bekommen. Das ursprüngliche Pokémon ist nebenbei ein Aerodactyl. Genau, hier war das. Das ist ein Aerodactyl und ja, mal schauen, was wir dafür nun bekommen. Na komm, egal, hier kann man kurz raus. Stimmt, das Ei hier können wir auch noch Psyana, ui. Das wäre nice. Psyana ist nicht schlecht. Wäre eventuell sogar eine Alternative für Gardevoir. Wenn es ein gutes Wesen hat, vielleicht wäre es eine Alternative. Locker, okay, da weiß ich jetzt nicht, was das bewirkt. Das müsste ich auch nochmal nachgucken, aber
wie gesagt, eine Alternative für God of War. So, Megane, du kommst jetzt aber erstmal nochmal rein. Ja, wir haben schon ein paar ganz nette Pokémon, würde ich mal sagen. Sind ja auch nicht allzu viele gestorben. Insgesamt 3 Stück. Shit happens, aber egal. Mergo Kadabra haben wir auch noch. Ja, haben schon ein paar gute Alternativen auf der Box. Das kann sich doch mal sehen lassen. Naja. Ich würde jetzt allerdings erstmal sagen, ja, heute mal ein etwas kürzerer Part, aber sei es drum. Das war's mit Pokémon Feuerrot, Randomizer Nuzlocke für heute. Wenn euch das Video gefallen haben soll, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn's dann, denke ich mal, mit dem ersten Event losgeht. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.